damit darf ich zu mir bitten, Herr Magister Thilo Börner. Er ist Geschäftsführer von Börner, Ihr Hausmakler. Und sein Thema ist Immobilienpreise in der Krise. Und wie geht es jetzt weiter? Bitte schön. Einen schönen guten Morgen. Nachdem ihr jetzt die Notarsachen gehabt habt, sozusagen die Verbücherung und wie man das sicher abwechselt und abwickelt, kommt jetzt der Faktor, zu welchen Preisen wickelt man das ab? Und deswegen erst einmal so ganz kurz für die, die mich noch nicht kennen, wer bin ich, was tue ich, was mache ich? Nicht, also über 30 Jahre Berufserfahrung, auch wenn ich erst 40 bin oder sowas, aber 24 Jahre selbstständig, studiert habe ich Jus, BWL und VWL, Vater von 4 Kindern, ja, seit fast 10 Jahren und deswegen stehe ich jetzt zu dem Thema hier, geben wir für den Raum Wien nicht nur auf 23 Bezirke, sondern auf über 100 U-Bahn-Stationen heraus den Immobilienpreisspiegel, den könnt ihr euch dann auch gerne nachher bei uns am Stand abholen und da gehe ich danach auch gleich noch inhaltlich darauf ein, was sich da verändert hat. Und ja, dann international sind wir noch vernetzt, damit wir nicht nur sozusagen den Lokalfokus haben, sondern wir sind über FIAPSI weltweit vernetzt und ich bin halt auch noch im Board des MLS Europe, sprich also dort, wo Immobilienmakler untereinander kooperieren und dadurch kenne ich auch interne Zahlen von anderen Städten und Ländern, was uns halt auch hilft. Ja, jetzt, weil ich bin ja nicht das Hauptthema, sondern die Immobilienpreise. Jetzt schauen wir uns die historische Entwicklung an. Und zwar, vor dem Ersten Weltkrieg hatte Wien schon mal über 2 Millionen Einwohner. Also Wien war schon mal eine Boomstadt mit Zuzug, damals aus dem näheren Umfeld, also aus Ungarn, Böhmen und eben den serbischen Ländern. Und dann kam eben der Erste Weltkrieg, daraufhin war halt nachher dann der Wasserkopf noch da, also Wien war im Grunde viel zu groß für das, was an Rest Österreich noch geblieben ist. Dann haben diese ganzen Immobilien nicht nur den Ersten Weltkrieg überstanden, sondern dann eben auch noch Ständestaat und Zweiten Weltkrieg und Bombardierungen und Ähnliches, aber wie wir heute auch Gott sei Dank sehen, ein Großteil hat überlebt, auch weil in den letzten Kriegstagen Wien als offene Stadt deklariert wurde. Zum Beispiel im Gegensatz zu Berlin, weil Berlin, Dresden oder sowas, die wurden platt gemacht. Also ähnlich arm wie jetzt heutzutage in der Ukraine. Also Geschichte wiederholt sich immer wieder. Und ja, dann war es eben so, dass in den 80er Jahren, nur für euch sozusagen auch, damit ihr wisst, was auch da passieren kann, wurde ernsthaft diskutiert, ob der erste Bezirk ausstirbt, weil aufgrund der ganzen Situation Parkraum, Parkpickerl und Ähnliches einfach die Innenstadt immer unattraktiver wurde. Auch die Innenstadt hatte noch immer viele Barsena-Wohnungen. Also das kann sich heute die Jugend gar nicht mehr vorstellen. Es gab genügend Wohnungen und Häuser, wo die Leute halt auf dem Gang diese Barsena hatten und auf dem Gang ein Gemeinschaftsklo mit 2, 3 anderen Wohnungen gemeinsam und in der Wohnung war halt schon Strom eingeleitet und vielleicht noch eine Nachtspeicherofen oder noch mit Koks und Kohle. Nicht? Also früher wurden die Dächer alle noch grün, weil wenn im Winter mit Kohle geheizt wurde, war die Luft so sauer, dass das von Kupfer auf grün gewechselt ist. Also diese Umweltverschmutzung haben wir alle schon beseitigt und auch die Zeit, dass die Innenstadt billig war, ist auch ein bisschen schon vorbei. Ist aber trotzdem, finde ich, für euch historisch wichtig, damit ihr seht, wie das Ganze schwanken kann und dass das nicht immer nur eine Einbahnstraße sein muss. Und dann kam eben dieser Boom, der Immobilienboom und dann wurde eben das überhitzt. Also speziell in den USA haben die Banken den Leuten über 100% Kredite gegeben und wenn die Leute das dann nicht mehr zahlen konnten, wurde das reingetan in diese Bündel, wurde mit AAA geratet, also klassischer Betrug, und wurde dann halt den Unwissenden, also insbesondere europäischen Banken, fröhlich verkauft. Und dann sind halt diese Kredite schlagend geworden und da kam dann diese Subprime-Krise 2008. Und da ist jetzt schon für uns interessant, da war dann Österreich und zum Teil auch Deutschland die große Ausnahme, weil während jetzt zum Beispiel in Spanien die Immobilienpreise auf 50% gefallen sind, in den USA teilweise 60% Wertverlust, war das bei uns in Europa nicht. Warum? Weil nämlich parallel dazu haben die Leute
2000 schon Schwierigkeiten gehabt mit Aktien und haben dort viel Geld verloren und Anleihen waren auch nicht so super mehr. Das heißt, in Österreich ist das Kapital 2008 aus anderen Sektoren in die Immobilienwirtschaft geflossen. Das ist durchaus gesund gewesen, hat auch noch dazu weitergeführt, dass es in Wien jetzt diese Barsena-Wohnungen fast nicht mehr gibt. Das auch, wenn man jetzt sozusagen diese Immobilienpreisentwicklung und die Mietpreisentwicklung sich anschaut, ist das, wenn man sagt, oh, das ist so stark gestiegen, nicht immer ganz richtig, wenn man vergleicht Äpfel mit Birnen. Nicht? Weil natürlich so eine Friedenszinswohnung ohne Wasser, ohne Strom, ohne irgendwas, kann man preislich nicht mit einer Kategorie A-Wohnung mit doppelten Fenstern, gut isoliert, modernen Bad mit Glasdingern und ebenerdig reingehbarer Dusche vergleichen. Aber in der Statistik wird es halt so verglichen. Nur das so am Rande dazu. Und dann kam sozusagen dieser nächste Bruch der Politik, für die Verkäufer durchaus angenehm, erst einmal. Nämlich die EZB hat die Zinsen gesenkt. Was war der Effekt? Es ist natürlich, sind damit Staatsanleihen, Bausparer, Lebensversicherungen und alles das, was man sonst als kleiner Mann als Veranlagung nimmt, immer unattraktiver geworden. Sprich, alle Leute, die Geld hatten und alle, die sparen wollen, sind übergeswitcht in Richtung Immobilien. Außerdem hat die EZB, und aber nicht nur die EZB, sondern auch die Fed, Geld gedruckt wie Heu. Also die haben ständig die Notenpresse angeschlagen. Es ist immer mehr Geld gedruckt worden, ohne dass im gleichen Ausmaß die Wertschöpfung gestiegen ist. Weil wenn ich jetzt die Geldmenge erhöhe und auch die Wertschöpfung gleichzeitig steigt, dann ist alles im Gleichgewicht. Wenn ich aber mehr Geld drucke, als ich die Wertschöpfung steigere, dann ist das Geld irgendwann weniger wert. Das hat eine Zeit versetzt gedauert, weil nämlich dieses Geld nicht in der Wirtschaft angekommen ist. So, jetzt ist aber durch die Corona-Krise, ist dieses Geld durch unheimliche Förderung, also es war ja nicht nur die Regierung Kurz, die gesagt hat, koste es, was es wolle, sondern es ist ja weltweit das ganze sich frei bewegende Wirtschaftssystem dadurch durcheinander geraten. Lieferketten haben nicht funktioniert und ähnliches. Die Bevölkerung wurde teilweise ja in Jobs gehalten, indem diese Kurzarbeitsgeschichten gezahlt wurden. Das heißt, es ist dieses theoretische Geld in die Wirtschaft hineingeflossen, ergo ist jetzt dann die Inflation hochgeschossen. Also das ist kein Naturgesetz, also wenn man jetzt sagt, oh, die Inflation ist gekommen und das ist uns passiert, so wie das Erdbeben in der Türkei, ist ein Blödsinn, das ist politisch verursacht. Da gibt es Leute in der EZB und in der FED, die das Ganze verursacht haben und man hätte ihnen vorher schon sagen können, was die Folge davon ist, nämlich hohe Inflation. So, jetzt haben wir die Malaise, jetzt haben wir die hohe Inflation. Das ist für die Jugend eine Katastrophe. Und jetzt kam dann noch die EZB auf die glorreiche Idee und sagt, fein, und jetzt machen wir die Kreditvergabe noch härter. Sprich, die müssen jetzt 20% Eigenkapital haben. Das bringen sie vielleicht noch durch die Eltern und die Großeltern und sowas zusammen. Und dann darf aber die Kreditrate nicht mehr als 40% ausmachen von dem Ganzen. Und in das rechne ich dann noch jedes Leasingauto rein, in das rechne ich doch die Zwischenfinanzierung rein. Und plötzlich kriegen Leute, die im Mai letzten Jahres noch eine Finanzierung gekriegt haben oder eine Zusage, falls ihr mal bauen wollt, kriegt ihr bis so und so viel. Das hat im Herbst alles nicht mehr gehalten. Das ist sozusagen das, wie wir jetzt halt dastehen. Und ja, positiv, weil es ist immer wenn euch einer erst sagt, es ist irgendwas alternativlos und wenn jemand sagt, es gibt nur einen Trend und keinen Gegentrend, dann wisst ihr schon, der will euch manipulieren und der will euch belügen. Es gibt keine Entwicklung auf dieser Welt, wo es nicht einen Gegentrend gibt. Und es gibt auch nichts auf der Welt, wo man sagt, das ist alternativlos. Also immer wenn in der Politik irgendeiner kommt und sagt, diese Corona-Maßnahme oder dieses oder jenes, egal was er sagt, ob das in meiner Richtung ist oder Gegenrichtung und sagt, es ist alternativlos, könnt ihr schon einen Hackel dahinter machen und sagen, der lügt mich an, der manipuliert mich. Das ist dasselbe, so wenn einer zu euch kommt und sagt, ich habe eine ganz tolle Veranlagung, über 10% Rendite, das gibt es, ja. Und wenn dann der nächste Satz ist, und das ist absolut risikolos, ihr braucht euch das Produkt nicht anschauen. Es ist Betrug und ich kann euch das Ergebnis sagen, zum Schluss ist euer Geld futsch.
Das sind so diese einfachen Grundregeln. Es gibt nichts mit Rendite über 10% ohne Risiko. Nicht? Also egal, ob das jetzt Bitcoin oder sonstiges ist, da gibt es ja immer wieder so Leute, die sagen, ja, und da wirst du jetzt reich und das ist ganz risikolos. Ja, für ihn schon. Euer Geld ist halt dann nachher bei dem oder woanders. Ja, so. So, was ist jetzt passiert? Wir haben jetzt eben seit 2008 in Österreich einen Verkäufermarkt gehabt. Für euch das sozusagen bildlich darzustellen, ich habe noch im Oktober in Deutsch-Wagram ein Haus verkauft, so ein süßes kleines Haus, so 60 Jahre alt, auf einem kleinen Grundstück. Ich habe das fair eingewertet, weil ich halte nichts davon, mit Preisen auf den Markt zu gehen, die massiv überhöht sind und dann 1,5 Jahre später in 10.000 Euro Schritten immer runterzugehen. Das ist weder für den Verkäufer noch für den Käufer gut. Ich habe dem gesagt, fairer Preis ist 300 und wir schauen mal, wo wir zu liegen kommen. Ich habe innerhalb von 10 Tagen 90 Besichtigungen durchgeführt, also bis zu 22 Besichtigungen an einem Tag. Man ist tot am Abend, sage ich euch, also heiser tot und alles. Aber wir haben für den Verkäufer den Preis von 300.000 auf 390.000 draufgekriegt. Das ist ein Verkäufermarkt. Und dann, deswegen sage ich euch genau das Beispiel, hat sich das komplett gedreht, weil der hat mir gesagt, Herr Börner, wegen Finanzierung, weil ich natürlich immer, wenn einer besonders viel bietet, vorsichtig bin, ob er auch die Finanzierung kriegt. Er hat gesagt, Herr Börner, ich habe ein Grundstück, ich habe 120.000 Eigenkapital und ich brauche nur, bis Sie den Rest finanzieren. Habe ich gesagt, aus Erfahrung, ja, passt, kein Problem. Die Hausbank hat ihm den Kredit plötzlich nicht gegeben. Dann haben wir ihn zu einer anderen Bank gebracht. Gott sei Dank hat er den Kredit gekriegt, weil ich habe vorher 14 anderen Leuten, die auch geboten hatten, nur weniger abgesagt schon. Jetzt stellt euch vor, ich hätte das ganze Spiel noch einmal spielen können. Also wir haben das gut hingekriegt, das alles hat funktioniert. Und jetzt danach, wir haben, um das auch ehrlich euch zu sagen, also wir gehören, glaube ich, nicht zu den schlechtesten Maklern, weil wir sind auch vom Kurier als einer der besten Österreichs ausgezeichnet worden, sowohl letztes Jahr als auch dieses Jahr. Wir kriegen ungefähr noch so 10%, 20% der Anfragen, die wir letztes Jahr hatten pro Woche. Also wenn wir letztes Jahr Hausnummer pro Tag 5 bis 10 Anfragen hatten, haben wir jetzt 5 bis 10 Käuferanfragen pro Woche. Wir geben inzwischen, damit wir für unsere Verkäufer das trotzdem noch in Schwung halten, zusätzlich pro Objekt noch 1.500 Euro neben allen anderen Marketingmaßnahmen und der Messe und allem, was wir machen, noch 1.500 Euro Social Media Marketing aus, bei den Leuten, ich habe zufällig in Instagram oder Facebook dieses Objekt gefunden. Herr Börner, können wir uns das anschauen? Also nur damit ihr wisst, wie dramatisch sich das gedreht hat. Und während ich eben im Verkäufermarkt letztes Jahr noch die Hälfte der Objekte überpreisig verkauft habe, ist es jetzt so, dass eher der Käufer in der stärkeren Seite ist und sagt, Herr Börner, was geht denn da noch? Haben wir 5%, haben wir 10% Nachlass. Nicht nur, weil die jetzt Morgenluft wittern, was ich den Leuten auch gerne gönne, sondern warum kommt das jetzt? Der Käufer denkt nämlich nicht im Kaufpreis. Also der Verkäufer sagt, okay, ich will für mein Objekt 400.000, 500.000, 1 Million, je nachdem, was es halt für ist. Sondern der Käufer denkt in 2 Punkten. Wie viel Eigenkapital bringe ich zusammen mit Oma, Opa und sonstigen? Erstaunlicherweise zum Schluss bringen die meistens viel mehr zusammen, als sie selber gedacht haben. Und das Zweite ist, der Käufer denkt in monatlichen Raten. Sprich, ich habe bisher das und das an Miete gezahlt, wenn ich jetzt Eigentum habe, dann bin ich in 20, 30 Jahren damit fertig. Wie viel kann ich mir denn leisten, nicht? Und nur für euch zu sagen, also das habe ich jetzt dem Georg Ortner gestohlen, also beziehungsweise mir ausgeborgt das Beispiel. Und zwar, wenn jetzt einer eine Rate, also jetzt so ein klassisches kleines Einfamilienhaus, letztes Jahr 717.000 war ausverhandelt und eine Rate ergab sich dann von 2.175 Euro im Monat. Wenn er jetzt finanziert
und 2.175 Euro monatliche Rate sich leisten kann. Also das ist schon meistens kein Alleinstehender mehr, sondern ein kleines junges Pärchen. Dann kann er sich 483.000 Euro leisten. Und jetzt verstehen, warum, glaube ich, auch die Verkäufer, diese Differenz müssen wir uns jetzt irgendwie aufteilen. Und das ist der Grund, warum momentan wir eben jetzt vom Verkäufermarkt in einen Käufermarkt gekommen sind. Weil natürlich viele Verkäufer sagen, bin ja nicht wahnsinnig, warum soll ich jetzt das Haus, das jetzt letztes Jahr, haben mir zwei Leute das geschenkt und dann habe ich gedacht, nein, ich will es noch nicht verkaufen, das wird noch mehr. Und jetzt, anstelle, dass das jetzt 750 ist, soll ich weniger als eine halbe Million kriegen? Na, ich nehme einen anderen Makler, ich mache dies und jenes. Also nur damit ihr ein Verständnis habt, in welchem extremen Ausmaß sich das auswirkt. Das Positive ist, wenn die Preise fallen sollten, wird das Eigenkapital, also die 20%, sinken uns von diesen 143.400 auf 96.000. Also sprich, bei den 20%, wenn die Preise wirklich fallen würden, haben wir von diesen 20% ein geringeres Problem. Das Problem, das wir haben, ist bei der monatlichen Rate. Wie wirkt sich das aus? Hamburg ist schon bis Oktober minus 30%, also von dem angekündigten, im August eingesetzten, war Oktober, Anfang November, Hamburg schon minus 30%. Klar, die Hansestadt ist eine sehr schnell denkende Stadt, sehr rational denkende Stadt, eine sehr reiche Stadt an sich auch, aber die sind im Umsetzen von Marktentwicklungen sehr schnell, auch von den Leuten, weil sie einfach eine Handelsstadt sind. München ist eine sehr reiche Stadt in Deutschland, da spielen Kreditzinsen nicht ganz so viel mit, aber halt auch eben sehr teuer. Da sind jetzt bis Februar minus 25%. Und Wien, und das ist ja das, worüber wir reden, wenn ich jetzt, und da komme ich jetzt zu dem hier, dass man das auch richtig liest, bis jetzt war es so, wir haben eben jährlich diesen Immobilienpreisspiegel erstellt und der wird erstellt aufgrund von Grundbuchdaten. Weil wenn ich jetzt gehe nach Willhaben oder dem Scout oder sonstiges, dann kriege ich Angebotsdaten. Aber die haben ja keine Inhaltskontrolle. Also ich kann jetzt jederzeit, wenn einer hat eine 50 Quadratmeter Wohnung, kann ich dort eingeben auf Willhaben 50 Quadratmeter in desolater Lage, desolater Zustand. Ich hätte aber gerne 998.000 Euro dafür. Dann würde das in der Statistik mit diesem Preis reingehen. Im Grundbuch haben wir eine bessere Kontrolle, weil da muss einer schon wirklich dämlich gewesen sein, wenn er das hat. Nicht, man kann jetzt noch vielleicht sagen, ja bitte, aber der hat dann schwarz noch irgendwie die Küche abgekauft um 7.000 Euro oder sowas, aber an sich sind die Grundbuchsdaten die echten Daten. So, bis jetzt war es so, immer wenn die Immobilienpreise steigen, waren wir mit der Statistik immer so, dass nach oben noch ein bisschen Spielraum war. Jetzt ist es dieses Jahr umgekehrt, also wenn ihr euch nachher das am Stand holt, werdet ihr schon Bezirke sehen, wo die Zahl, also die kleine Zahl dahinter mit Minus ist und in Rot, also sprich dort ist es schon gefallen, aber ihr werdet umgekehrt auch noch Zahlen haben, die steigen, sprich in der Statistik über ganz Wien sind wir trotzdem noch um 2% gestiegen, weil es hat sich nach hinten verzogen. Weil einfach wir jetzt natürlich bei der Analyse noch die Zahlen vom letzten Jahr haben, sprich wenn ihr euch das holt, kann es sein und ihr wirklich kauft, oder verkauft, je nachdem auf welcher Seite man steht, dass das Ergebnis zum Schluss noch einmal um 5% oder 10% schlechter ist. Weil Österreich eben immer langsamer ist und auch erfreulicherweise für die Verkäufer jetzt nur halb so schlimm, für die Käufer, halt, die müssen halt noch hart verhandeln, um das hinzukriegen. Wie gehen wir jetzt weiter? Was ist so jetzt, was tut sich? Nicht? Das ist ja der Sinn des Vortrages. Hier noch einmal ein Beispiel jetzt mit einer Kreuz, also sozusagen jetzt noch ein Beispiel mit einer kleinen Wohnung, so typische 50, 60 Quadratmeter. Also früher haben wir gehabt 1.414 und haben 383 dafür gekriegt. Wenn ich jetzt diese 383 nach wie vor haben will, dann wären es jetzt 1.900 Rate. Oder wenn ich sage, ich mache fix die Rate, die ich mir leisten kann, weil mehr kann ich nicht, dann sind jetzt plötzlich nur noch 217.000 zu finanzieren.
Das heißt, so Daumen mal Pi am internationalen Markt, also Spanien, Frankreich, Deutschland, also alle die, die stärker reagieren als wir, kann man grob Daumen mal Pi sagen, 0,5% Zinsanstieg der EZB heißt 5% Preisverfall. Oder 1% Zinsanstieg heißt dann halt 10% Preisverfall. Für euch zur Information, wir haben mit 6 Preissteigerungen a 0,5% gehabt. Und gerüchteweise ist geplant, dass 3 weitere Steigerungen kommen. Das heißt, für alle, die jetzt sozusagen noch mit Kredit finanzieren wollen, ist es auf jeden Fall sinnvoll, möglichst jetzt zu kaufen und Fixzins zu machen, weil auch wenn dann noch einmal die Preise fallen, ist das zwar tragisch für den Verkäufer, aber dem Käufer bringt es nichts, der Kredit finanzieren muss, weil das, was er sich erspart beim Kaufpreis, das zahlt er dann mehr bei den Kreditzinsen. Und da kriegt er sicher den Verkäufer jetzt noch eher auf einen Kompromiss hin, als dass er nachher dann das der Bank schenkt. Nur so als Hinweis. Nicht, weil, was sind die Folgen von der Situation? Die Finanzierungskosten steigen, die Anfragen sinken auf ein Drittel bis zu einem Zehntel. Dann auch noch relevant für den Markt ist die Bauträger. Also große deutsche Bauträger haben schon die Neubautätigkeit eingestellt. Also es werden nur noch Projekte fertig gemacht. Das hat aber auch schon letztes Jahr begonnen. Also ich habe letztes Jahr schon einen Teil, wo Leute schon Projekte geplant haben, habe ich zum Verkauf gekriegt im Planungsstadium. Das heißt, die haben den Grund gekauft, haben diese Planung drauf gemacht und haben dann gesagt, Dilo, das mit den hohen Baupreisen und ich weiß nicht, ob die Preise noch weiter steigen werden, ob ich das durchbringe, geh, verkauf mal das Projekt jetzt so. Und ich habe dann halt irgendjemanden Mutigen gesucht, der gesagt hat, ja, ich habe eine gute Baupartie, ich traue mich drüber, wir bauen das fertig. So, und jetzt ganz ehrlich, die ärmsten Schweine und die Gemeinheit der Politik ist der Raub an der Jugend. Weil erstens, in der Situation für junge Leute, die nicht von der Familie Unterstützung haben, Eigenheim zu bauen und aus der Miete rauszukommen, also wo sie alle 20, 30 Jahre irgendwem anders die Wohnung abzahlen, ist immer schwieriger. Das nächste, die Staatsverschuldung, die immer weiter hochgeht, da ruinieren wir schon wieder der nächsten Generation ihr Ganzes. Und dann, wenn wir ehrlich sind, in meiner Generation, also diese ganzen Babyboomer, jedes anständige Unternehmen hätte Pensionsrückstellungen machen müssen. Weil wir wissen und sozusagen Menschendemografie ist etwas, was sich auf 50, 60 Jahre vorher planen lässt. Das heißt, die Republik Österreich, wäre sie anständig gewesen, hätte Rücklagen bilden müssen, dass wenn meine Generation, von denen es immer viel gab, wir saßen mit 36 bis 40 in der Schule, wir waren 36, 40, die in den Arbeitsmarkt kommen und wir werden alle jetzt in den nächsten 10 und wenn wir bis 70 arbeiten, vielleicht 15 Jahren, aber wir werden in Pension gehen. Und die ganzen Jungen sollen dann unsere Pension noch zahlen? Wie soll denn sich das ausgehen? Also da haben wir ein effektives Problem geschaffen. Und ich bin eigentlich erstaunt, dass die Jugend sich nicht hinklebt auf die Straße und sagt, bitte, wir wollen eine Zukunft haben, aber nicht wegen dem Klimawandel, sondern weil unsere Politik uns im Grunde den Bach runterschickt. Aber, und jetzt damit ihr auch was Positives habt, wie ich euch schon vorhin gesagt habe, immer wenn euch jemand erklärt, es gibt nur eine Richtung, dann lasst ihn stehen und geht. Es gibt selbstverständlich Gegenrichtungen. Wir haben viele Wohlhabende. Die vielen Wohnhabenden hat man einreden wollen, kauft doch Bitcoin, ihr werdet ganz, ganz reich. Das stimmt auch für die, die diese Bitcoins erfinden und die, die diese Mining machen. Aber der einzelne Enduser, der wird aus, also dieses Hoch- und Runterfahren der Bitcoins ist ja nicht Zufall. Da gibt es ganz wenige, die schicken den Kurs rauf und runter, dass er freut ist und jedes Mal nehmen es wieder Leute aus. Nicht? Also ich habe schon Taxifahrer erlebt, der mir gesagt hat, Herr Börner, ich fahre jetzt nur noch 3 Monate Taxi, wollen Sie nicht auch Bitcoins kaufen? Sag ich, na, wie viel haben Sie denn verdient bis jetzt beim Taxi? Na, bis jetzt noch nicht, aber das wird jetzt ganz toll werden. Nicht? Und ich habe halt ganz schüchtern probiert, damit er mich trotzdem nach Hause fährt, ihm zu sagen, er sollte das vielleicht nochmal überdenken. Aber okay, nicht dann Aktien. Alle, die in Aktien waren die letzten 2, 3 Jahre, sind die Ergebnisse nicht sehr positiv. Oder wenn wir es positiv formulieren, sie mussten wenig Steuern dafür zahlen. Und Anleihen, klar, wenn jetzt die Zinsen wieder hochgehen, na, wer will denn Staatsanleihen mit 0,5% verzinst kaufen?
die kann er halten bis zum Schluss. Das hat aber auch Folgen. Warum ist denn da in Amerika, in Silicon Valley, diese Bank eingegangen? Na, weil sie verpflichtet war, in Staatsanleihen Sachen zu hinterlegen und die sind jetzt nichts mehr wert und damit ist die Liquidität futsch. Aber da braucht man nicht Volkswirtschaft studiert haben oder sonst ist. Das sind die logischen Folgen. Wenn ich was kaufen kann, was höher verzinst ist, dann kaufe ich nicht das, was niedrig verzinst ist. Also das ist so das Einmaleins des Dings. Das heißt, alle, die wirklich noch viel Geld haben, und das ist in Österreich das Erfreuliche, wir haben viele, die durchaus Geld haben, die können schlecht in Staatsanleihen gehen, weil da wissen sie jetzt schon, dass sie verlieren, weil immer höher verzinste Staatsanleihen ausgegeben werden. In Aktien, das ist mit diesen Lieferketten und Ähnlichem eine durchaus spannende Geschichte. Aber Immobilien, und das ist das Schöne, wenn man sich anschaut, unsere ganzen alten Zinshäuser mit allen Schwierigkeiten, die sie haben, die haben den Ersten Weltkrieg überlebt, die haben den Zweiten Weltkrieg überlebt, die haben Währungsreformen überlebt. Und selbst wenn sie ausgebombt wurden, dann wurden sie mit irgendeinem Wiederaufbaufonds in dieser guten Lage wieder ein Haus errichtet. Und wenn ich jetzt parallel dazu mir Aktien anschaue, klar kann ich mit Aktien wesentlich mehr verdienen, wenn ich die richtigen Aktien habe, aber halt nicht alle in der Bevölkerung wissen, welche die richtigen Aktien sind. Nicht? Also zum Beispiel nehmen wir Nokia her. Was für ein Highstarter. Na, wer von euch hat denn heute noch ein Nokia? Nur einmal ein Beispiel zu nehmen oder praktisch über längere, nicht, ich bin jetzt schon älter, ich habe immer längere Zeiträume, über die ich schon Erfahrung sammeln konnte. Wenn ich jetzt nehme den Dow Jones Index, das Einzige, was von Dow Jones Index heute noch im Dow Jones drin ist, ist General Electric. Alle anderen, die ihr heute findet, waren am Anfang nicht dabei. Na, wo sind denn die hin? Irgendwann, ob das jetzt ein Skandal oder sonst was war, sämtliche anderen Dow Jones Indexwerte haben sich irgendwann einmal verdünnisiert. Und dann ist natürlich klar die Migration. Also Wien wird relativ schnell wieder die 2 Millionen knacken. Die Prognosen, also nicht jetzt nur von mir, sondern auch von der Gemeinde Wien, wenn man schaut, die Langfristdiagnosen sind 2,5 Millionen. Wir kriegen aber nicht mehr Grund hier in Wien. Das ist limitiert. Wir können auch nicht unendlich nach oben bauen, weil sonst sehen die im Erdgeschoss nie mehr die Sonne. Also, und wir brauchen auch irgendwo noch einen Beselpark, weil die Kinder sollten nicht nur aus dem Fernsehen oder aus dem Computerspiel noch wissen, was ein Baum ist. Dann eben auch jetzt der durch diese hohen Preise, Lieferkettenprobleme und Ähnliches erfolgte Baustopp führt ja automatisch in 5-6 Jahren zu einem Mangel an Immobilien. Und dann nicht zuletzt, Wien hat eine hohe Lebensqualität. Also es kommen ja die Migranten nicht nur, um irgendwo zu fliehen, sondern sie wollen, was ich auch verstehen kann, wohin, wo es schön ist. Also es wollen viele nach Wien und man braucht sich nur die Mercer-Studie anschauen. Wien ist eine der lebenswertesten Städte der Welt. Das heißt, da habe ich auch genügend Gegentrends, damit die Immobilienpreise bei uns hier nicht so fallen, wie sie sonst wo fallen. Wobei ich auch sage, München ist auch schön, nicht? Und Hamburg finde ich auch schön. So, wie komme ich auf die nächste Seite? Ja. Jetzt kann ich euch auch die klaren Gewinner sagen. Cash is King. Wie in jeder Krise, also Krisen sind ja nicht nur etwas, um Geld zu verlieren, sondern Krisen sind auch, um etwas zu gewinnen. Wir brauchen uns ja nur Russland anzuschauen, in der Umstellung zwischen Kommunismus auf irgendwas anderes halt. Na, die ganzen Oligarchen. Na, wer ist denn in Österreich in den 90er Jahren reich geworden? Nämlich nicht reich im Sinne von, ich fahre einen Mercedes oder einen Bentley, sondern im Sinne von, ich kaufe mir einen Fußballclub und ich kaufe mir eine Airline. Das war eine unheimliche Krise in der Sowjetunion und Umstellung auf Russland. Und dort sind halt einige extrem reich geworden. Und das ist jetzt auch die positive Botschaft an alle, die jetzt Cash haben. Sie haben nicht den Nachteil, die steigenden Zinsen betroffen zu sein. Sie haben aber den Wahnsinnsvorteil, besser verhandeln zu können, weil wir sind jetzt auf einem Käufermarkt. Und ebenso wie vor 2-3 Jahren mir immer wieder Leute gesagt haben, Herr Börner, ich hätte schon vor 4-5 Jahren kaufen können. Ihr habt jetzt momentan eine Zeitmaschine, ihr könnt jetzt wieder zu Preisen kaufen vor 4-5 Jahren. Ich sage auch umgekehrt, Gier ist ein Luder. Also derjenige, der jetzt glaubt, ganz, ganz günstig kaufen zu können, wird halt nichts kriegen. Nicht? Also die gibt es aber auch immer, die immer ganz, ganz teuer kaufen, also verkaufen wollen und ganz billig kaufen wollen. Das wird nicht funktionieren. Aber
wer jetzt Kapital hat, kann sehr günstig kaufen. Und dann auch noch das Positive, die Wirtschaft ist nichts, was so wie eben dieses Erdbeben in der Türkei oder so unänderbar ist. Das sind keine Schicksalsschläge, sondern der Mensch ist ein anpassungsfähiges Wesen. Das heißt, wir können auch mit dieser Krise positiv umgehen. Also der klassische Bausparer, nicht? Was war nach dem Zweiten Weltkrieg? Die Leute hatten nach dem Krieg kein Eigenkapital, nichts. Was haben sie gemacht? Sie haben alle eingespart in diese Bausparverträge. Und von den 1.000, die gespart haben, durften halt schon 2 oder 10 oder 15 im ersten Jahr bauen. Und die anderen haben halt Zinsen gekriegt für das Geld, das sie dafür hergegeben haben. Und das nächste Jahr wieder und das nächste Jahr wieder. Und so hat sich das mit dem Bausparen entwickelt, dass eben 1.000 Leute, die im Grunde keine Chance hatten, Eigenkapital aufzubauen, ein Eigenheim zu kriegen, haben das gekriegt. Dasselbe ist der Genossenschaftsgedanke, nicht? Also egal wie Raiffeisen heute dasteht, aber die Grundidee vom Schulze-Delitzsch und von Raiffeisen war, wir die armen Gewerbetreibenden, die von den Banken keinen Kredit gekriegt haben, die armen Bauern, die Saatgut kaufen mussten, die haben das halt gemeinsam gemacht, haben sich zusammengeschlossen. Also auch da meine Aufforderung an die Jugend, werdet einfach aktiv und nicht einfach verzweifeln, sondern sagen, dann schließen wir uns zusammen, dann tun wir was. Auch zum Beispiel, wenn ich jetzt nehme, zum Beispiel Österreicher, nicht? Also wenn man nach, oder Deutsche, wenn man nach Südamerika geht, Blumenthal und ähnliches, also die Leute sind ausgewandert und haben neue Städte gegründet. New York, nicht? Das ist das neue York. Eine der größten Städte heutzutage weltweit, eine der begehrtesten Städte, die sind halt einfach, weil es zu Hause nicht mehr ging, ausgewandert und haben. Das soll jetzt aber keine Aufforderung sein, dass alle Österreich verlassen sollen, sondern ihr könnt auch neue Städte und Dörfer gründen in Österreich. Weil zum Beispiel bei mir am Stand haben schon mehrere gesagt, was? Eine Wohnung mit 78 Quadratmeter und Balkon um 79.000 Euro? Herr Börner, haben Sie dann nicht sich um ein Null geirrt? Nein. Das ist Rohrbach, das ist 1:10 von Wien. Wunderschöne Gegend, es gibt halt nur wenig Arbeitsplätze dort. Aber wirklich schön dort. Und das, die Wohnung ist zwar halt so typisch 80er Jahre, aber halt noch zurück. Das heißt, nehmt auch die Chance wahr, einfach im Umland, schließt euch zusammen und bringt so ein normales Dorf rauf. Ich meine, ihr müsst natürlich schauen mit der lokalen Bevölkerung, ob die das auch will und nicht ein Gegensatz besteht. Aber ihr habt Chancen, also sowohl Südburgenland als auch das Waldviertel, da kann man was tun. Das sind Gegenden, man muss nur einfach, als Einzelner kann man vielleicht nicht tun, aber wenn man 20, 50, 100 Leute zusammenbringt, man kann aus einer Gemeinde auch was machen. Auch Niederösterreich, da gibt es teilweise inzwischen diese ganzen digitale Verkabelung, ist im tiefsten Waldviertel wesentlich besser als in Wien im ersten Bezirk, wo dieses Kabel 15 Mal gestückelt wurde. Dann die Regierung könnte vielleicht die Grunderwerbsteuer abschaffen, die Eintragungsgebühr oder ähnliches. Und nicht zuletzt, wobei da glaube ich am wenigsten dran, die Republik Österreich und leider nicht nur in Österreich, sondern diese ganzen Staatswirtschaften, überall dort, wo Monopole bestehen, ist die Verfettung. Überall dort, wo ich keinen Mitbewerb habe, ist die Verfettung. Weil nehmen wir nur Corona her, warum haben wir nicht das Finanzamt, das wir haben, beauftragt, sich um diese ganzen Auszahlungen zu kümmern? Die haben alle Daten gehabt von uns allen. Nein, wir gründen eine neue Gesellschaft. Und das machen wir aber ständig. Es wird ständig was Neues gegründet und damit wird der Staat für uns immer teurer und das können wir uns einfach nicht mehr leisten. Und das heißt, das ist eben meine Aufforderung an euch, noch diese 10-Jahres-Sitz. Menschen wachsen in der Krise. Grund und Boden können wir effizienter nutzen. Sprich, wir können eben beim Hofer oder Aldi oder was das auch immer ist, über diese Parkplätze locker Dächer drüber bauen und Solarenergie draufbringen. Damit verbrauchen wir nicht mehr Grund und Boden und haben aber die doppelte Nutzung. Und wenn man kreativ ist, kann man das auch dreifach machen. Erdgeschoss, Einkaufszentrum, erster, zweiter, dritter Stock Wohnen, vierter, fünfter Stock Energiegewinnung. Also wir können viel machen und wir werden mehr, ob wir wollen oder nicht. Das treibt aber die Immobilienpreise wieder rauf. Und Immobilien sind nach wie vor eine langfristige Wertanlage. Und
jeder von euch hat bei den Wahlen das Stimmrecht. Ich kann euch nicht sagen, welche Partei gut ist, aber wir wollten, egal wo jemand politisch steht oder nicht, wir brauchen wieder Politiker mit Handschlagqualität, wir brauchen Politiker, die Staatsmänner sind, und wir brauchen nicht Leute, die sich nur damit beschäftigen, wer jetzt da oder da der Parteichef ist. Weil es geht jetzt, wir sind jetzt aus der Zeit raus, wo wir depperte Leute haben konnten. Wir brauchen wieder Leute, die in der Lage sind, dieses Land zu führen. Auch wenn ich jetzt sagen muss, ich weiß nicht, wer es ist. Also ich kann euch keine Wahlempfehlung geben, aber schaut, dass wir wieder gute Leute kriegen. Und du stehst schon da und brauchst. Also danke herzlich.